Die nächste Folge, hallo! So, wir nehmen uns Seamus raus. Ist hier irgendwo Seamus drin? Seamus ist hier leider nirgendwo. Ah, es ist natürlich ein bisschen blöd. Ah, es ist. Ah, Mann. Jetzt dürfen wir gegen Dolph Ziggler kämpfen. Oh, das ist ja mal wieder. Ich bin ja wunderschön, super nice. Den mache ich jetzt aber schnell platt, ey. Auf den habe ich jetzt echt wirklich noch weniger Lust auf den Dang und das Match. Ich werde auf jeden Fall oft versuchen zu pinnen, damit er halt schnell möglichst down ist. Wow. Unvergesslich im Moment 187 Punkte. Wow, das war ja mal ein nicer Bug-Moment, Alter. Schade, lade. Also wenn Emma einmal kommt, mir einen Stuhl ranwirft, den Schiri ablenkt und dann kann ich ihn einmal kaputt hauen und dann ist eher auch alles wieder vorbei. So, leg dich mal eben hin. One. Oh, schade. So. Ich werf dich mal eben in die Ecke. Bam, bam. Tritt, tritt. Nein! Jetzt habe ich den einen Move verkackt. Weil der Schiri im Weg stand. Meine Güte, ey. Schiedsrichter können auch nur Dreck. Können die einfach wegsehen? Dann gibt es no Disqualification. Dann mache ich ihn platt, trete in die Eier, schlage ihn mit die Stühle und Treppen und Tischen und dann. New WWE Champion! Ich. Und so geht das. Und nicht anders. So, das muss ich jetzt countern. Das wird mir ziemlich gut. Das wird Heavy Impact geben. Ah, zu spät. Ha, er hat den Schiri mit kaputt gemacht. Klabautemann, Alter. Das war ein komischer Klabautemann, Alter. Weißt du, wenn ich jetzt drauf wäre, dann würde ich ihn direkt mit ein paar Stühlen fahren. Bacon got it. One. Two. Ah. Leider noch nicht. Das Match sind wir jetzt schon bei 3 Minuten. Das dauert schon hier ein bisschen zu lange für so ein Billy Billow Match hier. Jawohl. Und jetzt wird er schlafen gelegt. Ich kann Finisher. Spear. Okay. Mit einer Abbiegung dazwischen. Alles klar. Jawohl, Nackenmassage. Easy, get wrecked. Jawohl, ab in die Ringpause.
legitimate chance against Dolph Ziggler, and opponent has to try to take away his leg. I mean, if you can work a leg to slow him down and keep him out of the air, one, two. Nochmal pin. One. Rope break. Ja, dann pin mal halt nochmal. One. Ah, schon wieder Rope break. Ja, dann pin mal halt nochmal. One. Ah, schon wieder Rope break. Dann pinnen wir halt nochmal. Bin mal gespannt, wie lange lang ich das machen kann. Und wieder pinnen. One. Two. Ah. Aber verliert er immer schon ein bisschen Ausdauer mit. One. Also, normalerweise kann Shiri das auch übersehen. Das versuche ich gerade hinzubiegen. One. Aber irgendwie scheint Rope Break automatisch drin zu sein. Nochmal. One. Gleich hat er keine Ausdauer mehr. Dann versuche ich ihn zu submitten. One. Jetzt hat er schon drei Finishers. Guck mal, wie viele verschiedene Finisher ich ihm geben kann. One. Two. Oh, beim zweiten Mal. Oh, jetzt ist schon das zweite Mal. Also ich glaube, noch 13 Mal Pin. Dann habe ich ihn vielleicht. One. Two. Three. Diesmal hat er nicht gesehen. Gewonnen. Richtig sneaky, Alter. Bestes Match überhaupt in meiner Karriere. Also, weißt du, bei so vielen Sekunden Dauern hat er halt auch nur verdient, Alter. Bestes Match in meiner Karriere. Großes Drama, ja. Nicer Dicer, sage ich dann nur. Und darauf ein Bounty. Please join me in welcoming my guest tonight. Let's talk about what happened out there tonight. The authority has been very active lately. Do you have any thoughts on them? I hate them. They are nothing more than opportunistic backstabbing dogs. I'm going to do my part to throw them out of the WWE. You can count on that. The authority era is going to come to an end by my hands. There you have it. Back to you, Cole. Back to you, Cole. Nee. Shane ist ja nicht dabei, deswegen kein weiteres Match. Wieder vorspulen auf Raw. Gegen Victor. Ja, auf jeden Fall muss ich nochmal gegen Seamus ran. Irgendwo dürfte nochmal Seamus sein. Oder auch nicht. Ja, nehme ich mal Bad News Baron dran. Ja, beides ist immer doof. Das dauert auch viel zu lange. Einzug. Rampe bestätigen. Also, das war's dann für die Folge. Und dann geht's bei der nächsten Folge weiter. Ciao!